Ja? Bist schon wieder hungrig? Das ist ja ein Wahnsinn. Dann würde ich mal sagen, geh doch was essen. Da kommst du nicht hin? Hast du dich eingesperrt oder was? Der hat sich eingesperrt, denke ich mal. Ja, klar. Er ist wahrscheinlich gewachsen. Okay, jetzt müssen wir ihn irgendwie hier rausbefreien. Der arme Abu kommt nämlich hier nicht mehr weg. Das heißt, ich brauche den Abrisshammer. So, geh auf. Ich kann gerade nicht öffnen. Ah, jetzt ist gegangen. So, dann würde ich sagen, machen wir die zwei Häuser halt weg. So. Jetzt habe ich noch die Straße abgerissen. War nicht der Sinn. So, Abu, jetzt aber. Komm her. Da kommst du aber hin. Na also. Das meinte ich, irgendwann ist der zu groß und dann passt er nirgends mehr durch. So, da mache ich gleich die Straße wieder dicht. Dann machen wir halt dort Bäume hin. So, Abu, dann ist die. Hm. So. Mahlzeit. Ah, brav. Du könntest mal wieder ein bisschen trainieren. Hast schon lange nicht mehr. Komm, Abu. Dann gehst du mal trainieren und dann würde ich sagen, gleich müssen wir mal schauen, wie viele Einwohner wir haben, ob wir denn schon eine Armee ausheben können. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen mehr Brüter. Ich sollte jetzt langsam mal ein bisschen nach oben gehen. Oder ich könnte natürlich noch uns eine, wie sagt man, so eine Art Krippe bauen für die Kleinen. Das soll auch helfen. Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Ah, Nachwuchs, Nachschub. Wo denn? Hier. Na dann, kommt her. Willkommen. Ja, das gibt noch mehr Brüder. Das finde ich natürlich toll. Na, kommt, kommt, kommt alle. Der Abo mag nicht mehr. Bekehrter Brüter. Ich komme gleich, Abu. Ich muss nur schnell ein paar Brüter machen. Brüter. So. Okay, kannst mir geben. Dankeschön. So. Ja, also ich meine, das war nur ein bisschen Training, Abu. Also, das musst du schon abkönnen, ne? Komm, einmal geht noch. Und dann könntest du ein bisschen was anderes tun, natürlich. Sehr schön, Abu. Gut. Dann kannst du den hier hin stellen oder fallen lassen, was du gerade magst. Ja, dann halt nicht. Okay, Abu, geh mal ein bisschen Getreide sammeln. Dankeschön. Und ich nehme mal den Baum hier mit. So. So. So, ich wollte ja schauen, wie viele Leute wir schon haben. Hm, die Geburtenrate ist immer noch niedrig. Das kann ja nicht wahr sein. Wie viele Brüder brauchen wir denn jetzt noch? Okay. Ich muss echt noch was anderes holen. Und zwar, ihr werdet es gleich sehen. Ich muss es nur gerade finden. Nein, nein, nein. Lagerkrippe. Da. Das holen wir uns. Eine Kinderkrippe. Ja. Und dann bauen wir die nämlich gleich hier hin. Dass ein bisschen hier ein bisschen losgeht hier. Das kann ja nicht sein. Das ist ein bisschen doof, der Platz hier. Komm, hier passt. Kinder sind unsere Zukunft und müssen versorgt werden. In einer Krippe wachsen die Krieger von morgen heran. Genau, so ist es. Und das wollen wir ja auch. So, dann mache ich mal hier die Krippe fertig. Dann sollte das nämlich hier schneller gehen. Und ihr seht schon, die, wo daneben wohnen, die haben jetzt eine höhere Geburtenrate. Und das ist natürlich super. Und wir brauchen bald mehr Holz. Und unser Abu ist schon fleißig. Kommen in das Land. Ups. So. Dann kann man nämlich hier die Leute nehmen. Gut, das sind jetzt Kinder. Da kann man die hier reintun. Dann werden sie Brüter. So. Und wir nehmen ein bisschen Essen. Und packen das hier rein. Können die nämlich da noch was essen holen.
So, wir brauchen aber hier auch noch Mitarbeiter. Haben wir denn noch ein paar übrig? Nicht wirklich. Okay, kommt mal mit. Ob klein oder groß, alle mit. Ich brauche nämlich hier ein bisschen Unterstützung. Genau, Veredler. Und hier auch noch. Na? Bekehrter Veredler. Kann man bis zu 7 Stück pro Gebäude eigentlich reinpacken? Mehr macht keinen Sinn. So, was wünscht ihr? Noch mehr Krippen? Natürlich, kein Problem. Da bauen wir doch das hier Die hinten hin. Griechen bilden ihre Kinder aus. Sehr weise. Vielleicht kennen sie die Kunst des Krieges. Aber sicher kennen wir die Kunst des Kriegens. Das werden wir euch dann schon noch beweisen, ihr Japaner. So, wir bauen hier natürlich mal wieder ein bisschen aus. Und wir haben schon wieder Tribut bekommen, für was auch immer. Vielleicht, weil wir ja wieder ein bisschen gewachsen sind und ja, so. So, ich mache hier auch nochmal einen neuen Weg. Und da müssten wir ja fast hier hinten schon bald wieder einen Tempel hinbauen. So. Na. So, jetzt hat's geklappt. Und was meint ihr? Wie findet ihr die Welt? Die sieht doch echt schön aus und unser Dorf entwickelt sich hier prächtig. So, da kann ich jetzt gleich noch ein bisschen helfen mit der Krippe. Und Abu ist immer noch am Essen sammeln, so wie ich das sehe. Ja. Ich lage da mal kurz ein bisschen um. So, weil Abu geht ja immer dorthin, also können wir hier ein bisschen mehr. So, können wir da mal ein paar Krieger machen? Ja, nicht gerade viel, aber Es geht nichts über besser als Berserker mit nichts. Schwertern, Boss. Ach, ihr denkt, eure Armee ist mächtig? Sie ist nichts Ja. gegen meine Armeen. Ach, der ist ein bisschen eingebildet, denke ich mal. Also, der meint, nur weil er da ein paar Bogenschützen und so hat vor der Haustür. Naja. Aber wir lassen ihn mal in den Glauben und wir vergrößern uns noch ein bisschen mehr Leute, größere Armee. Wenn wir da wirklich mal ein bisschen kämpfen wollen, dann brauchen wir noch viel mehr. So. Ihr werdet dann auch sehen, ich sage nicht warum, aber diese Sirene hat in sich, also wortwörtlich. Die ist nicht zu unterschätzen. So. Da noch ein Häuschen hin. Ah, der Baum darf da bleiben, das passt schon. So, mal schauen. Der freie Wille von Abu. Ja, der sieht gut aus. Dann lassen wir ihn wieder tun, was er mag. Und ich mache hier auch gleich Wieder nochmal wählt eine den Stadt den Anschluss. ehrenvollen Weg der japanischen Erkenntnis. Der ist auch fleißig dabei, die anderen zu bekehren. Wie wir. So, noch ein paar Bäumchen. Dann machen wir nämlich mal hier ein bisschen mehr. Wir haben fast kein Holz mehr. Aber bevor ich das mache, machen wir mal ein paar gute Taten hier. Ein bisschen heilen. Wo sind denn die Kinder? Hier. So, passt doch. Und jetzt würde ich mal sagen, wässern wir In uns der ein Krippe bisschen lernen die unsere Wälder. Kinder, unsere Städte zu ehren und zu errichten. So, wo haben wir denn da noch einen kleinen Setzling? Hier können wir das nämlich auch noch vergrößern. Ja, das dauert halt alles ein bisschen. Das ist halt nicht so ein schnelles Spiel. Das ist halt eher ein gemütliches. Und das braucht halt alles seine Zeit, das Aufbauen. Ihr könnt ja natürlich auch mal sagen, was ich machen kann. Also, ich kann euch ja nachher mal zeigen, was alles möglich ist. Und da könnten wir mal schauen, ob ich das ein oder andere machen soll. Also zum Beispiel, wir können auch einen Friedhof bauen und wir können natürlich auch so kleine Stände bauen. Das ist aber natürlich alles der gute Weg. Und ich habe gelesen, ihr wollt ja, dass ich auch mal ein bisschen böse bin. So in der Mitte halt. Und das mache ich natürlich schon noch. Aber der große Kampf, glaubt mir, das kommt nachher noch genug.
Dann sind wir nämlich nur noch am Kämpfen. So. Da kriegt ihr noch ein paar Bäumchen. Und eigentlich könnte Abu das hier machen. Warum mache ich das gerade? Abu, wo bist du? Ah, wahrscheinlich irgendwo hinten. Ich gehe mal suchen. Oder wir nehmen kurz einfach die Leine und dann haben wir Abu schon an der Leine. Ah, da ist Abu. Was machst du denn da hinten? Ah, dein Teddy. Okay. Kann ich verstehen. Sonst gib dir mir mal. Ja? Okay, er will lieber spielen. Das ist süß. Du liebst mich. Der kann sogar sprechen. Okay, Abu, kannst du den mal nach Hause bringen? Da kannst du nämlich gleich noch was machen. Und wahrscheinlich hast du wieso wieder Hunger? Kenn dich doch. Du musst das nicht nehmen. Nee, nee. So, Abu? Ja, du bist ja schon wieder müde. Aber der wächst schon recht. Seht ihr, der hat schon ein bisschen dichteres Fell bekommen und ist schon ein bisschen größer geworden. So, ich gebe dir gleich noch was zu essen, Abu. So, und gleich kannst du mal noch pennen. Ich will nämlich nachher, dass du mir ein bisschen hilfst beim Bauen hier. Ja, du bist pappsatt. Sehr gut. Dann schlaf gut. Ihr könnt doch am Abu noch einen Baum geben in das Gehege. Er hat ein bisschen Schatten. Oder? Das geht nicht. Das muss Abu alleine machen. Okay. So, haben unsere Bürgerwünsche. Nahrung. Okay. Wir brauchen mehr Leute, wo ernten. Wie sieht es denn aus? Wir brauchen mehr Bauern. Du könntest mit. Ich will natürlich nicht die Brüter mitnehmen. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ja, ihr könnt auch mit. Und ihr? So. Wahrscheinlich sind die Hälfte wieso Kinder, aber ich mach mal ein paar Bauern. Seht ihr, das sind alles Kinder. Bekehrter Bauer. So, das hätten wir auch. Dann könnt ihr nämlich ein bisschen mithelfen. Und ich helfe auch ein bisschen mit, natürlich. Das ist natürlich jetzt, weil wir die Armee ausgehoben haben, brauchen wir natürlich noch viel mehr Essen. Und das spüren wir gerade, weil vorhin ging das eigentlich immer super auf. Ich baue gleich noch ein zweites oder ein drittes Feld, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Felder. So, wo können wir das am besten hinbauen? Moment, ich mache hier mal eben eine Straße. So. Hier ist nicht fruchtbar, aber hier geht's. Wunderbar, noch mehr. So, Abu. Du bist ja schon wieder bereit, komm mal mit. Du darfst nämlich hier noch ein bisschen helfen bauen. So, machen wir ihn zum Baumeister. Und da kann er nämlich da weitermachen. So, hier haben wir eine Krippe und hier haben wir einen Tempel. Dann würde ich doch mal sagen, wir bauen noch mal einen Tempel hier hin. So. Kann Abu das gleich nämlich für uns bauen. Obwohl ich, das Holz kann ich ja schnell reinpacken. Abu kann natürlich auch Eisen dorthin bringen. Das geht auch. Nicht nur Holz. Ja, mach du ein bisschen da. Genau. Abu wird auch schon ein bisschen besser. Und scheinbar freut er sich darüber für seine Aufgabe, wo er bekommen hat. So, da passt es nicht hin. Schade. Da bauen wir halt hier mal hin. Und vielleicht noch einen Brunnen. Hier hin. So. Dann bauen wir hier auch noch einen. Und da könnte doch noch ein Bäumchen Platz haben vielleicht. Nee, passt nicht. Okay. Hm. Mal schauen, wie sieht's aus? Die Bevölkerung? Ja. Ah, jetzt ist die Geburtenrate hoch. Jetzt geht's langsam los. Super. Dann würde ich mal sagen, wir müssen noch ein bisschen Nachschub organisieren für Nahrung. So.
Und ich denke, bald werden ja auch die ersten Kinder erwachsen und dann haben wir natürlich wieder mehr Leute für unsere Armee und natürlich mehr Arbeiter, was wir ja natürlich unbedingt benötigen. Hier brauchen wir noch einige Bauern, das geht gar nicht. So. Unsere Bogenschützenarmee, die könnten wir eigentlich mal nach oben packen. So. Da könntet ihr nämlich dort euch mal aufstellen. Obwohl, ihr müsst hoch. Wie geht das jetzt schon wieder? Aufsteigen. Ah, hier, aufsteigen. Dann wollen sie Krieg. Und ihr könnt mal hier hin. So, das ist besser so. Dann, nein, dich wollte ich nicht. Ich wollte jetzt gerade eben ernten. So. Jo. Ich würde jetzt wieso dann sagen, ich mache jetzt dann gleich mal wieder ein kleines Päuschen. Aber ein bisschen machen wir noch, natürlich. So. Bisschen Nahrung und hier noch ein bisschen. Wunderbar. So, Abu ist auch fleißig. Ja, sehr fleißig sogar. Dann würde ich sagen, hier könnten wir ja auch noch eine Krippe nachher hinstellen. Aber zuerst noch ein paar Häuser, natürlich. Vielleicht hinter dem Tempel da? Das wäre vielleicht eine Idee. Na, Abu? Kommst voran? Ich muss mal gucken, wie es Abu geht. Man weiß ja nie. Ja, dem geht's gut. Wunderbar. Ist unsere Geheimwaffe später, natürlich. Der hält nämlich einiges aus, wenn wir ihn weiter trainieren. So, wie sieht's denn hier aus? Ha, viele Kinder. Komm, wir machen da noch was Gutes. Aha, vielleicht geht's ja dann ein bisschen schneller mit Erwachsenwerden, wer weiß. So, hier passt noch einen schönen Brunnen hin. Mit dem Baum aber wieder. Ja, so. Da machen wir nämlich einen Weg. Haben wir noch irgendwo einen Baum übrig? Hm. Bäume sind rar, sehe ich gerade. Wir müssen unbedingt noch ein bisschen nachpflanzen. Ich wollte hier nämlich noch einen Baum hinstellen. So. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Wir wachsen und wachsen hier. Wir müssen aber uns jetzt schon wieder ein bisschen expandieren, sehe ich gerade. Mal nach rechts vielleicht, hier nach hinten. Ihr könnt das ja nachher abreißen. Und das lasse ich aber bauen, das mache ich jetzt nicht selber. So, passt da hier noch eins hin? Nö, natürlich. Ist ein bisschen eng hier, merke ich gerade. Komm, bauen wir hier noch einen. Und können wir da draußen vielleicht noch einen bauen? Leider nicht. Hm, wie kommen wir jetzt da weiter? Wir müssen da irgendwie expandieren, unbedingt. Das geht nicht. Versuchen wir es halt von hierher und dann nach rüber. Genau, so könnte das klappen. So. Was ist denn, Abu? Kommst du nicht hin? Oh. Okay, Abu. Dann würde ich mal sagen, du darfst wieder mal ein bisschen Feier Wille. Und wir gehen mal ein bisschen trainieren wieder. Es ist schon wieder Zeit. Ja, Abu, komm dann mit. Da kommst du aber hin, oder? Yep. Dann gehen wir mal ein bisschen trainieren gleich. Und dann schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet hier, was wir dann noch tun. Hat ja da schon recht ausgebaut. Ihr seht ja da, der Tempel ist ja auch schon bald fertig. So, ja, da bist du ja, Abu. Na los, Training! Du bist Muckis, ja, ja. Nicht schlecht, der reißt so einen Riesenbaum raus und stimmt den. Also der muss schon recht stark sein. So, Abu, noch einmal. Ja, einmal noch und dann darfst du ein bisschen spielen gehen mit deinem Teddy oder was du magst, ja. So, dann lasse ich mal Abu hier und schau mal, was ich noch machen kann. Das baut ja bald aus. Komm, wir machen mal hier noch einen Weg. Ich baue mal ein bisschen mit Platz. Ich will da nicht alles vollpacken. Für Abu, dass er irgendwie noch durchkommt. So. Da bauen wir hier noch ein paar Häuschen hin. Und da machen wir noch einen Weg.
Aber ich glaube, da können wir nicht ein Feld noch hinbauen. Das muss ich gleich mal testen. Na, Weg? Der will nicht. Ah, so, jetzt hat's geklappt. Noch ein Feld wäre nicht schlecht. Noch ein Feld. So. Das ist ungünstig. Da ist nicht so toll. Wir könnten da hinten natürlich noch ein Feld machen. So. Gut. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, Leute, ich mache nochmal ein kleines Päuschen und dann würde ich sagen, bis später. Tschüss.